So, geht man wieder los mit der Demo in Nordenham gegen die MOX-Transporte, dass Nordenham keine atomare Drehscheibe in Deutschland wird. Und es werden auch immer mehr, die sich formieren, um gegen diesen Wahnsinn anzugehen. Wir laufen jetzt erstmal zur Midgard, danach wird zum Rathaus gegangen und vom Rathaus ist geplant, mit irgendwelchen Bussen nach Blexen zum Roro-Anleger zu fahren. Zeitalters überhaupt anfangen wollen. Ihr habt irgendein Tamir vor der Nase. Man wird euch eines Tages den Rückbau verkaufen. Der Rückbau wohin? Es gibt keinen Schritt mehr zurück vor das Atomzeitalter. Das Problem, die Büchse der Pandora ist geöffnet. Wir können sie nicht wieder schließen. Also lasst uns zusammen stehen, zusammen, ihr seid gekommen, wenn bei uns Castor-Transporte kamen. Wir werden kommen, wenn bei euch die MOX-Elemente durchrollen. Und wir wissen auch, hier wird der Umschlagplatz entstehen für die Transporte auch nach Gorleben, weil, wie es eben gesagt war, wenn Räte sich entschließen und sagen, wir wollen hier nichts mehr haben, dann bedient man sich der Privatindustrie. Und das nächste werden Bestechungsgelder sein, die man hier zahlt. Also seid wachsam. Ja, das war Martin Donat von der Bichlischer Dannenberg. Jetzt ist der nächste Schritt der, dass wir versuchen, da wo wir noch nicht so fit waren, die Ballons jetzt aufsteigen zu lassen. Ich würde bitten vorne, diese Ballons sollen symbolisch ausdrücken, deswegen hängt das Schild unserer Plakates auch dran, sollen symbolisch ausdrücken, dass die Radioaktivität ja wegfliegt. Ich bitte euch, die Ballons einzeln loszulassen, nicht in der Traube. Einzeln loszulassen und sie jetzt ansteigen zu lassen. Ich hab keine Interesse. So, wir hören jetzt von Werner noch eine... Wie nett? Egal. Gut, wir hören ein Stück, ganz egal. Wir wählen auch mal traurig sein, aber gelb schnappt es fast. Immer in die erste Reihe, da wird's uns richtig nass. All mein Leben, der gesucht geworden war, dafür kommt der Böll, bin ich keinen Ort. Atomkopie soll sicher sein, das glaubt ihr selber auch. Das redet ihr uns immer ein, ihr steht schon auf dem Schlauch. All mein Lebetag sucht ihr Bord und Fort. Doch für Atomkopfböll findet ihr keine Macht. Nach dem Fukushima eben wurdet ihr gleich weiß. Doch das war das Spiel, die ihr, solange es ist noch heiß. All mein Lebetag sucht Bord und Fort. Sucht ihr für Atomkopfböll, doch ihr findet keine Macht. Der AKW ist doch endlich ein, wir brauchen sie nicht mehr. Wind weht, Sonne scheint, der Akku wird nicht leer. All mein Lebetag sucht ihr Bord und Bord, doch für Atomkopfböll find ich keine Nacht. All mein Lebetag sucht ihr Bord und Bord, doch für Atomkopfböll find ich keine Nacht. Jo, ja. Danke. Dich von Thomas abzuwehren. Nee. Sondern nur, wenn du fasselst, also noch hab ich Platz. Ja, genau. Aber ich hab ja Frankspurt. Ach so. So, jetzt geht's zum Midgard-Tor. Und da wollen wir unseren Unmut mal eben zeigen über diese MOX-Transporte. Thank you.
mehr, ein bisschen in der Zeit zurück. Aber lass mich noch mal ganz kurz. Wir hatten ja, wie es euch allen bekannt war, am 17. September eine Resolution, die gemeinsam von dem Nordhammer Stadtrat und von dem Kreistag mit Mehrheit von SPD und Grünen und Linkspartei beschlossen wurde. Nordenham darf keine Atomdrehscheibe werden. So, da gab es folgende Kernpunkte auch, die ich mal ganz kurz vorlesen will. In großer Sorge um die Gesundheit und der Unversehrtheit seiner Bürgerinnen und Bürger sprechen sich der Rat der Stadt Nordenham und der Kreistag des Landkreises Wesermarsch gegen den geplanten Umschlag von Mischoxid-Brennelementen und jeden weiteren Umschlag von radioaktiven Stoffen im Hafen Thomas von Venus-Wittgart sowie gegen weitere Transporte von solchen Stoffen durch das Stadtgebiet und die Wesermarsch aus. Sie appellieren an das Bundesministerium für Umwelt- und Naturschutz und Reaktorsicherheit und an das Bundesamt für Strahlenschutz sowie die niedersächsische Landesregierung im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Aufsicht die Genehmigung für den Umschlag der MOX-Elemente in Nordenham zu widerrufen und keine weiteren Genehmigungen für den Umschlag von Kernbrennstoffen in Nordenham mehr zu erteilen. Drittens, sie fordern die niedersächsische Landesregierung auf, alle politischen und rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, um sie zu verhindern, dass der private Renus-Midgard-Hafen in Nordenham als Umschlaghafen für radioaktive Stoffe genutzt und der Umschlag solcher Gefahrgüter auch noch ausgeweitet wird. Viertens, Nordenham darf keine Drehscheibe für internationale Atomtransporte für den Umschlag brisanter, hochgefährlicher und strahlender Güter sein und werden. Soweit der Wortlaut der Resolution, der auf der gemeinsamen Sitzung des Rates der Stadt Nordenham und dem Kreistag des Landkreises Wesermarsch am 17. September 2012, wie gesagt mit Stimmenmehrheit von SPD, Grünen und Linkspartei beschlossen wurde. Zu dieser Resolution gehört auch noch eine 1,5-seitige Begründung. Eigentlich war das ein schöner Erfolg aller Wesermarsch-Menschen mit überregionaler Unterstützung, die dafür gekämpft haben. Aber eben nur eigentlich. Was sagt man schließlich, wenn man erfährt, dass die Stadt Nordenham so etwas wie ein Selbstgespräch führt? Geht es doch um einen Roro-Anleger, der ihr selbst gehört und den sie an Renus-Midgard verpachtet hat, zu Konditionen, die sie selbst bestimmen konnten. Wer nun erwartet, sicher hat die Selbstverwaltung, die Stadtverwaltung, als erstes das Gespräch mit Renus-Midgard gesucht, um ihre Resolution umzusetzen. Wer die Nordhammer SPD noch nicht? Ihre Entgegnung auf eine entsprechende Forderung eines Antrages, den die Linksfraktion gestellt hat, der auch unterstützt wurde von der Grünen Fraktion in Nordenham. Niemals wird die SPD gegen die Interessen der Nordenhammer Industrie handeln. In einer Mischung aus Empörung und Stolz sagen Sie das. Persönliche Frage von mir. Mit was für ein Ziel hat die SPD dieser Resolution zugestimmt? Im Konfliktfall zwischen den Interessen der Mitbürgerinnen und Mitbürger und der Industrie ist die SPD immer auf Seiten der Industrie und gegen die Menschen hier in diesem Land. Der SPD fehlt der rote Faden. Zwar konnten wir bisher nicht verhindern, die nächsten gefährlichen Boxtransport zu verhindern im Interesse der Menschen. Aber wir werden weitermachen. Wir sollten stärker an einem positiven Image
einem positiven Image liege unserer Stadt Nordenham und im Interesse der Tourismusförderung arbeiten. Das genau. muss nämlich unser Ziel sein. Aus diesem Grunde möchte ich an alle appellieren, wir müssen weiter Druck ausüben, die Bevölkerung weiter intensiv aufklären, mit der Unterstützung von Umweltinitiativen aus der Region und mit überörtlicher Unterstützung. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und jetzt wird Werner uns ein bisschen musikalisch noch weiter begleiten, bevor wir dann weiterfahren. Hey! Wie? Ischke. Ischke? Ischke. Ja, bisschen, ja. Ich versuch das mal. Warum habt ihr Selassie Kai nicht mitgebracht? Nordenham, das ist so schön, fast so schön wie blöd. Doch Eisensam ist vor der Tür. Nordenham, das reicht doch schon, was herabkommt mit dem Strom. Du hast die Weser vor der Tür. Bisschen Zink, bisschen Blei, etwas Titan ist dabei. Und radioaktive Konfitüre. Und Sellafield, der Dreck kommt an bei Rororo. Und er geht dann von hier aus dann nach Krone oder irgendwo. Mit Plutonium aufgemotzt und aufgemoxt, der alte Dreck von Bibles, Kalka und Isa 2. Nordenham, du bist so schön, fast so schön wie blöd. Doch Eisensam ist vor der Tür. Nordenham, das reicht doch schon, was da rauskommt mit dem Strom. Du hast die Weser vor der Tür. Ein bisschen Zink, ein bisschen Blei, etwas Titan ist dabei. Und radioaktive Konfitüre. Wesen Zombie ganz dicht bei, steht eine Scheune bei dem Ei. Aber nicht für Isa 2. Da bin ich zwischen eingelagert für irgendwann und irgendwo. Und irgendwo. Wir wollen den Dreck nicht mehr, nicht hier und nicht irgendwo. Also packt ihn ein und schickt ihn weg, zurück nach irgendwo. Nordenham, du bist so schön, fast so schön wie blöd. Doch Eisensam ist vor der Türe. Nordenham, das reicht doch schon, was der Rapper mit dem Stroh. Du hast die Weser vor der Türe. Ja, 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 ja. So, jetzt sind wir in Blackston, wo der letzte Transport auch schon angehalten kam. Vom Hintergrund, ob wir abhängig sind von der Flut. Und wenn wir abhängig